Florian Kainz. Das ist gut. Ehrlich. Das wäre da ist das. Schutter und Bitt gewinnt die Partie hier. Kompliment, also ich muss meinen Kollegen hier loben. Er hat gewusst, dass es hier noch etwas gibt. Ich hatte das Gefühl, ich genau, muss richtig das ja? Gefühl. Und jetzt hat er seine Torquote noch einmal verbessert. Das ist natürlich unglaublich, dass man das in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Sieg bringt. Mit der dritten Chance sein erstes Tor. Das ist der Ausgleich. Steffen Hoffmann, der Ball kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war ein traumhafter Pass, ein traumhafter Abschluss. Er nähert sich der 20-Tore-Marke. Robert Beric. Hoffmann wartet, spielt diesen tollen Pass. Beric hat kurz überlegt, soll ich überlegen auf Stangl? Nein, nicht Luft selber ins Torglück.